mach ich mal das hier, schneller Bogen und... Die macht aber ganz schön viel Schaden, ne? Der schnelle Bogen, die müsste ich öfters machen. Warum mache ich das denn nicht? Müsste ich echt mal öfters machen. So war es aber auch. So, jetzt zum Beispiel. Guck mal, wie viel Schaden der macht. Krass. So, Branan. Ach, da vorne ist er jetzt schon. Ist er oder sie? Nee, er. Die Treff-Duvadain dienen der Eisernen Krone. Seid leise. Überall in dieser Stadt finden sich feindliche Ohren. Ach so, ich muss flüstern. Es ist wahr, dass es einige wenige Don Ball gibt, die eventuell bereit wären, sich gegen die Herrschaft Angmas aufzulehnen. Aber es gibt auch viele, die immer noch die leeren Versprechen von Reichtum und Belohnung glauben. Die kommen jetzt seid nicht ihr wach, hier, die um uns gegen Khan Doom und die Treff Duvadain beizustehen? Natürlich. Was? Nein, ich will ihnen noch gar nicht beistehen. Don Ball wird von Furcht überschattet, Tagelor, und die Treff Galok hier werden schikaniert. Wir versuchen, unauffällig zu bleiben und keine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Die Heeren von Khan Doom haben grausame Zuchtmeister in die Stadt entsandt, um jede Form von Rebellion im Keim zu ersticken. Nee, zwischendurch wüsste er, das war jetzt natürlich die unpassendste Stelle. Fußhart ist die Bestie, die ein schrecklicher Gorfurok Muri... Alter, wer denkt sich diese Namen aus? Muiratak. Der stumme Richter, Schicksalsrufer und Scharfrichter und Gille Andras, Herr der westlichen Mark. Grausamer Anführer von Armeen, die Fasach Falruid peinigen. Mehr sage ich nicht. Such Gavan auf, der sich weiter im Inneren der Stadt befindet. Falls er so wagemutig ist wie ich, wird er euch mehr berichten. Und ich kann nur beten, dass ihr niemanden verraten werdet, dass ich euch seinen Namen genannt habe. Aber natürlich gehe ich doch einfach mal hin. Natürlich, ist doch klar. Jetzt muss ich mich erstmal hier... Ach, der ist auch freundlich. Cool. So, dann schleiche ich mich mal hier durch. Ach, da oben. Wunderbar. Ist natürlich praktisch. Mit den einen spreche ich und die anderen greife ich an. Das ist natürlich logisch. Ne? Faszinierend. Ich habe zu viel Starfield geguckt. Ich habe schon fast alle Staffeln, die es auf Blu-ray gibt, durch. Das ist das Problem. Die einzige, die mir fehlt, ist Enterprise. Also die neue Staffel 1, die gibt es jetzt auch seit kurzem auf Blu-ray. Ich weiß gar nicht, wie lange gibt es die denn schon. Weiß ich gerade gar nicht. Die habe ich noch nicht durchgeguckt. Aber die anderen Originalserien habe ich jetzt komplett durchgeguckt zum Beispiel. Und The Next Generation habe ich auch schon 3 Staffeln durch. Aber ich habe noch nicht mal die Hälfte von Star Trek gesehen. Und das nach vielen, vielen Monaten. Unfassbar, wie viel es da einfach gibt. Na gut. Gavan. Die Treff Galork fassen nicht schnell Vertrauen. Und während ich hier vorlese, werde ich schon mal was essen. Es tut mir leid, ihr müsst mich mit jemandem verwechseln. Ich gehe nur meinen Geschäften nach. Sucht weiter im Innern der Stadt nach Morwen. Man sollte mich nicht dabei sehen, wie ich mit euch spreche, aber sie ist vielleicht bereit, euch zuzuhören. Und wir werden natürlich hier angegriffen von einem Duvadain Angreifer. Ist ja logisch. Und Nahrungsvorräte? Ach so, die soll ich ja auch noch. Ah, natürlich. Plündern, oder? Sammelt Vorräte, natürlich. So, okay. Warte, ich mach mal hier meinen Imbat-Schuss. So, wie viel Schaden macht denn der? Ganz viel. Ach, geht ja sogar. Ist gar nicht so wenig eigentlich. Na gut. So, ich muss mal ein bisschen mehr drauf achten, welche Knöpfe ich hier drücke. Oder welche Tasten oder Buttons. Keine Ahnung, da unten. Welche Fähigkeit ich benutze halt. Weil das hat bestimmt irgendeine Auswirkung. Naja, ich weiß es nicht. So, erstmal hier. So, das. Und das jetzt hier. Und dann das hier. Und es ist. Ach, der ist ja eh gleich tot. Na egal. So. Nahrungsvorräte. Hahaha. So, einen Nahrungsvorrat gesammelt. Wie ich das doch einfach alles tragen kann, ist doch logisch. Oh, warte mal. Hä? Hab ich doch schon gesprochen. Werdet ihr länger bleiben? Fortsetzen. Hatte ich nicht auf Fortsetzen geklickt? Ich weiß nicht. Oh, hier ist ein Feuer. Ich wärme mich mal. Oh, ich brenne. Scheiße. Brenne ich? Bin mir unsicher. Liegt das am Feuer? Nö. Das lag an einem Debuff, glaube ich. Komisch. Also, Feuer tut mir natürlich nichts. Ist ja logisch. So, ne, ich bin ja ein Elb. Und ich... kann ja große Hitze ab, ist einfach klar. Warum das keinen Schaden macht, ist mir echt ein Rätsel, das Feuer. Na gut. So, dann stirb, du blöder Duvadain Kundschafter. Ha!
meine Klinge. Achso, meine Pfeile werden dich durchbohren, natürlich nicht meine Klinge. Meine Klinge nur, wenn ich im Nahkampf bin. Das bin ich ja gerade nicht. So. Wo muss ich überhaupt hin? Da, ich laufe richtig. Wunderbar. Es führt mich hier durch die ganze Stadt. Ist natürlich praktisch, wenn ich gleich die Nahrungsvorräte da mitnehmen kann. Ist natürlich echt praktisch. So, jetzt hier noch ein bisschen töten. Das macht ja so viel Spaß. Naja, so. Da, also im Spiel natürlich. Im echten Leben natürlich nicht, ist doch klar. Nur nicht, dass da wieder irgendwer was denkt. Also, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. So. Ne, du war dein Angreifer. Töten ist jetzt nicht das... Sind aber auch ganz schön alt hier schon. Also, ihr... Da ist einfach deine besten Jahre auch schon hinter dir. Vielleicht ist er deswegen auch so schwach. Mal guck dir mal an, wie HD die Texturen sind. Wie... Oder ist das überhaupt... Naja, aber ganz schön... Also, ich finde es recht detailliert hier eigentlich. Wie der aussieht. Und wie er stirbt. Aber geht eigentlich, ne? So... Na gut. So, hier sind noch Feuer, hier sind noch Nahrungsvorräte. Die nehme ich lieber. Die nehme ich natürlich mit. Und hier auch nochmal. Nahrungsvorräte. Yeah. Nahrung. Hm, lecker Futter. So. Okay. So, dann wollen wir auch mal hier ganz kurz gucken. Warte mal, das nehmen wir auch nochmal mit. So, und dann. Und dann nehmen wir auch nochmal das hier mit. Und, oh, ein vergessener Text. Dafür brauche ich natürlich eine Gelehrtenlupe, weil das ist so... Der hat so klein geschrieben, das kann ich nicht lesen. Also das kann ich ja so schon fast lesen. Das ist dafür nur ein bisschen unscharf. Na gut. Warum bräuchte ich dafür eine Lupe? Verstehe ich nicht. Na gut. Ist wahrscheinlich... Naja. Diese Stadt ist... Achso. Diese Stadt ist belagert. Nicht durch Waffengewalt, sondern durch Furcht. Die Trefgalorg fassen nicht schnell Vertrauen. Ihr sprecht recht kühn für jemanden, der fremd und gerade erst in Donwall eingetroffen ist. Habe ich überhaupt schon was gesagt? Fürchtet ihr nicht Mugiri, Tak oder Fushat, die Bestie? Utagan, weiter im Inneren der Stadt, kann vielleicht mit euch sprechen, aber geht vorsichtig vor. Seine Familie wurde vor kurzem zu Muiratak eingeladen. Na du, lass mich doch mal in Ruhe. Kannst nicht mal in Ruhe vorlesen hier. Muiratak eingeladen und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht. Also. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand sie danach noch gesehen hat. Wir müssen uns organisieren, wenn wir erfolgreich gegen unsere Angmarim Herren antreten wollen. Utagan kann euch vielleicht helfen. Okay, dann schleiche ich mich mal durch die ganze Stadt hier. Achso, das bündet er ja automatisch, ist ja klar. Ohne dass ich überhaupt den Leichnam berühren muss, plündert er das. Natürlich ist ja logisch. Nur wenn ich mal hinklicken und auf plündern. Hingehen und auf plündern klicken, warum ist nicht alles so alles? Verstehe ich nicht. Komisch. Sind hier alles alte Menschen? Die müssen doch bald aussterben. Das ist ja unfassbar, wenn die alle so alt sind. Ich meine, die kriegen doch in dem Alter keine Kinder mehr. Oder? Mit grauen Haaren. Ich glaube eher nicht, dass man in dem Alter noch Kinder kriegt. Vor allem gibt es ja auch keine Frauen, oder? Doch, wir hatten ja gerade einen gesehen. Die war, glaube ich, war die auch so alt? Guck ich gleich nochmal nach vielleicht, weiß ich nicht. So, jetzt stirb aber du erstmal und dann muss ich nochmal hier mich regenerieren. Ach, na toll. Mahlzeit genießen. Okay. Nee, die ist jünger. Weißt du, so jung und von alten Männern umgeben, die Arme. Na gut. Was willst du machen, ne? Ist halt ein schweres Schicksal. Tja. In dem Alter, naja. Weiß nicht, ob da... Naja, egal. Ich, hust. So, Themen hier sind schon wieder nicht jugendfrei. Das kannst du ja nicht ansprechen hier. So, das geht ja nicht. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hier muss ich hin, warte mal. Nee, hier muss ich doch nicht hin. Ich muss erstmal die Angreifer angreifen. So. Ja, reinspaziert. Heute Fallregen auf dich gratis. Jetzt sterben. Und alle Vorteile des Todes genießen. Ha. Hereinspaziert. So. Okay. Hier ist aber auch nicht. Hä, wo ist denn das? Vermutlich einfach hier weiter. Sieht nicht so aus, als gäbe es irgendeinen anderen Weg, den ich gehen könnte. Aber auch dieser Weg wird kein leichter sein. Er wird steinig und schwer. Ach, das können wir ja schon. So.
Ja. Und dann werde ich mich mit vielen einig sein? Ich weiß es nicht. Und das Leben bietet so viel mehr. Ich weiß gar nicht, wie ging der Text denn nochmal? Alter, was ist denn hier los? Der steht ja einfach mal hinter... Der hat mich gar nicht gesehen. Praktisch. Na, warte du. Sie ist nicht... Hallo, ich sehe den doch. Alter, mach doch einfach Kopfschuss und dann ist er tot. Weißt du, der muss sich aber auch dämlich anstellen. Das ist ja schlimm. Meine Fresse, so. Guck mal, da hättest du ihn einfach von hinten in den Kopf schießen können, dann wäre er aber auch erledigt gewesen. So, stattdessen muss er den erstmal pullen und irgendwo durch den Körper durchschießen. Wo es ihm nicht viel ausmacht. Ist ja logisch. Die ist die beste Vorgehensweise, weißt du, das würde ich auch machen. Weißt du, wenn er mich schon nicht sieht, dann einfach von hinten durch den Kopf, wenn er mein Feind ist. Aber so ist doch total sinnlos. Wo bin ich jetzt überhaupt? Hier bin ich jetzt. Keine Ahnung, wo das ist. So, ich muss mal erstmal hier wieder ein bisschen töten. So. Ich hab den doch gesehen. Wieso ist der in Sicht? Verstehe ich nicht. Na gut. So, da werde ich wieder von hinten angegriffen. Gleich, Moment. Da werde ich gleich mal mein Talent fürs Töten. Ach, scheiße. Fürs Sterben. Ausprobieren. Warte mal. Halt, das geht ja so nicht. Ich will hier nicht sterben. Na, jetzt bin ich auch noch gestunt. Na, ganz wunderbar. Das ist natürlich das Praktischste, was mir passieren kann. So, jetzt du noch, aber das wird wohl sehr knapp werden. Ja, kostenlos wiederbeleben. So, kostenlos vor allem. Alter, ist ja unfassbar. Ach du Scheiße, schon wieder. Na, wunderbar. Kann ja lustig werden. So. Ich hätte mal warten sollen, bis der weg ist. Bin ja sehr schlau. Wobei. Könnte sogar klappen. Sieht ganz gut aus. Ja, das hat geklappt. Okay, wunderbar. Dann mache ich auch nochmal das hier an und das hier an. So, nachdem ich die Mahlzeit genossen habe. Und jetzt warte ich erstmal wieder. La, 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 bis ich wieder voll bin. Das kann sich noch um Stunden handeln. Und oh, ist ja gleich schon wieder, Mensch. Morgenröte ist gleich und es ist schon wieder Zeit, eine Aufnahmepause zu machen, weil ich jetzt Folgen heute noch hochladen muss, so ein Mist. Also nicht beide, aber eine muss ich zumindest heute noch hochladen. So. Ich guck mich mal um hier. Ist hier wer? Ist hier wer? Da ist wer. Gucke mal. Von den Bergmenschen. Ihr seid in einer gefährlichen Zeit hergekommen. Ihr sprecht über Rebellion mit mir. Erzählt das meiner Familie. Die Muiratak verhaftet hat, weil sie angeblich einen Umsturz plante. Dieser Hund weiß, dass ich derjenige war, der Una in dieser Hinsicht unterstützt hat. Aber statt an mir vergriff er sich an meiner Familie, um mir zu drohen. Es gab eine Zeit, da hätte ich euch geholfen, aber Una wird ihre Schlachten alleine schlagen müssen. Ich werde euch persönlich töten und euch eine Lektion über Verzweiflung erteilen, na toll. Mann, warum wollen die alle sterben? Ich meine, warum wollen die mich alle töten? Und sterben dann trotzdem durch meine Klinge, na so nicht. Oder durch meine Pfeile. In dem Fall eher. Ist ja schlimm. Mann. So langsam muss ich doch irgendwie herumgesprochen haben, dass ich... ach so, der will gar nicht. Weg mit euch, verschwindet. Weder Una noch ihr können meine Familie wieder zurückbringen. Sprecht mit Una. Wo ist denn Una? Da oben? Da muss ich noch weiter, Alter. Was, bitte was? Ich glaube, ich muss noch weiter durch diese Stadt mich durchkämpfen, natürlich. Na. Deswegen liebe ich das so, weil du dich einfach immer durchkämpfst und das dauert dann immer Jahre. Das ist natürlich richtig toll. Also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als mich durch diese Stadt hier durchzukämpfen über Jahre lang. Das ist einfach das Beste, was es gibt. Das Beste, wo gibt. So, was mache ich jetzt? Da sind noch mehr. Da könnte ich jetzt eigentlich auch aus dem Hinterhalt einfach einen Kopfschuss machen, weißt du? Und dann wären sie tot. Aber es geht ja nicht in dem Spiel. Na gut, es ist halt ein MMO. Was willst du machen, ne? Es war ein bisschen schade, weil jetzt muss ich mich hier wieder ewig drum kümmern, die jetzt zu... Naja. Oder ich hätte gerne Phaser, um die zu betäuben, weil sie dann einfach durchlaufen. Oder gleich zu töten, ich weiß es nicht. Kommt drauf an. So. So, okay, na dann. Stirb, du elender Blutwächter. Das Blut, das du bewachst, ist dein eigenes. Und du bewachst es nicht gut, denn da fließt es auf den Boden der Tatsache. So, und da ist er auch schon tot, habe ich gesagt. Jetzt, so, endlich.
Alter Schwede, das kann sich noch hinziehen hier. Das ist echt... Wer hat sich nur das ausgedacht? So, was ist denn hier? Kämpfer der Eisernen Krone. Oh, jetzt mal andere Leute hier. Hier sind Duvardein und da ist nur eine Holztruhe und da ist ein Kämpfer der Eisernen Krone. Faszinierend. Jetzt muss ich aber erstmal warten, bis ich voll bin. Währenddessen werde ich mal ganz kurz ein Schlückchen trinken, ne? So. Ach, wie schnell das wieder geht. Das ist ja schon voll. Na, sowas. Hat man nicht mal Zeit, hier einmal auszutrinken. Das ist ja schlimm. Na gut, Kämpfer der eisernen Krone. Du wirst durch meine eisernen Pfeile, keine Ahnung, getötet. Ich verarbeite dich zu einem Kronkorken. Sehr witzig. So, zu einem eisernen Kronkorken. Aber egal. So, Anzahl in Fasach. Fallruid besiegt der andere. Was ist das denn schon wieder? Aber das ist doch schon wieder. Das ist doch Gruppenquest. Wieso ist das eine Gruppenquest? Komisch. Oh, war da was? Nee. Ich sehe schon Geister. Hier sind noch Duvardein. Wo muss ich überhaupt hin? Hier muss ich hin, hoffentlich. Ich weiß nicht, gibt es ja auch nur einen Weg. Und der wird kein leichter sein, das hatten wir schon. So. Lalala, wie spannend das einfach ist, durch Donweil sich zu kämpfen. Das ist richtig ein Traum. Wer hat sich denn das nur ausgedacht? Das dauert auch so lange, das ist das Problem. Ja, gut, das geht jetzt hier, aber... Und einfach nur die ganze Zeit durchkämpfen, mehr ist es ja nicht. Da sind noch Duvardein, die brauche ich aber nicht, die will ich gar nicht. So, hier ist ein riesen Marktplatz, wo ich einfach durch die Mitte durchlatschen kann und alle tun mir nichts. Ist doch logisch. So, hier ist Una. Ach, guck mal. So. Wir sind zu wenige, als dass wir gegen Muirathak losschlagen können. Die eiserne Krone will uns versklaven. Euer Weg war mir zu lang, Tagado, und ich hoffe, dass er nicht zu schmerzhaft war. Seit die Herren von Khandum ihre Diener hierhin nach Donweil gesandt haben, hat die Stadt keine friedlichen Tage mehr gesehen. Wir mögen nur wenige sein, aber uns, die wir den Schatten bekämpfen, ist eure Hilfe willkommen. Dieses Viertel wird das Herz des Kampfes sein. Solltet ihr über Verbündete verfügen, dann ruft sie herbei, falls ihr gewillt sein solltet. Nee, falls sie gewillt sein sollten, euch beizustehen. Die Feinde, denen ihr bald gegenüberstehen werdet, könnt ihr nicht allein besiegen. Es braucht die Kühnheit vieler Herzen, um die Herren dieser Stadt zu stürzen. Achso, ich kann wieder was wählen, was ich beides nicht brauche, dann nehme ich einfach mal das mit dem meisten Wert. Ich kann beides nicht tragen, ne? Nee. Ach doch, kann ich natürlich. Verwirrend. Okay, nee, das kann ich nicht tragen. Das kann ich aber tragen, weil... Okay, dann nehme ich das einfach mal. Das ist verwirrend. Ihr müsst die Aufgabe, das Licht der Hoffnung, erledigt haben. Ja, das ist... Warum ist das dafür eine Voraussetzung? Das wird doch eh gebunden. Das ist doch total sinnlos. Da denkst du doch gleich, das kann ich gar nicht benutzen. Tja. Nicht genug... Bitte, was? Nicht genug Platz? Da willst du mich verarschen. Alter, das ist ja unfassbar. Kann ich hier irgendwo verkaufen? Nee, kann ich nicht. Dann mach ich mal... Weißt du was? Ich mach mal hier. Was ist am Weg? Geschmeidiges Feld. Was ich denn damit? So. Wir werden niemals Sklaven von Khandum sein. Ein Ruf nach Verbündeten. In Donweil gibt es viel zu tun, Tagador. Und dafür brauchen wir möglichst viele Verbündete. Artagan, Ragnaid und Enan haben Pläne für den Kampf gegen die niederträchtigen Meister geschmiedet, die die Stadt kontrollieren. Aber es werden viele Hände und großer Mut nötig sein, keine Ahnung, steht da so, um diese Pläne in die Tat umzusetzen. Alle können jedoch ihren Beitrag leisten. Wenn eure Verbündeten gerade nicht in der Nähe sind, könnt ihr uns dennoch helfen. Bringt meine Nachricht zu Branam am Haupttor von Donweil. Sagt ihm, dass wir schon bald gegen unsere Angmare Meister vorgehen werden und dass sich alle bereithalten sollen. Wir werden hier sein, wenn ihr mit Verbündeten zurückkehrt, Tagador. Aber in der Zwischenzeit solltet ihr meine Nachricht zu Branam bringen. Wunderbar, was gibt's hier noch? Ach, hier gibt's noch Quests. Würdet ihr mir einen Augenblick eurer Zeit schenken? Die sind für Gefährtengruppe. Das ist für Gefährtengruppe. Ich würde gerne mit euch reden. Okay, und das ist für Gefährtengruppe. Es gibt viele Angelegenheiten gut, zu besprechen. Dann würde ich sagen, die nehmen wir mal nicht an. Und wie spät ist jetzt? Ah, okay. Gut, das sollte eigentlich reichen. Ich würde mal sagen, ich mache mal eine Aufnahmepause. Dann werde ich in der nächsten Folge mal sehen, dass ich hier irgendwie rauskomme wieder. Ich habe keine Ahnung, wo es hier rausgeht. Ich vermute hier vorne irgendwo. Muss ja irgendwo ein Ausgang sein.
Hier ist aber keiner, ne? Nee. Ach, keine Ahnung. So, da muss... Irgendwo muss er ja rausgehen hier. Ich muss aber bestimmt nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist ja... Das wäre ja ein Traum, echt. Das wäre ja richtig schön. Einfach den ganzen Weg zurücklaufen. Ich habe keine Ahnung, ob es hier einen Ausgang gibt. Mich würde das jetzt mal interessieren. Aber ihr werdet es dann in der nächsten Folge erfahren und ich auch. Und, also in der nächsten Aufnahme dann. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Und mit diesem schönen Ausblick auf meine komischen Ohren. Ich weiß nicht, wer sich diese Mütze ausgedacht hat. Ich sehe aus wie so ein Hase, bloß mit grünen Ohren. So. Ach, na ganz toll. Na gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, sage ich mal, tschüss.